Warum Geometrie Spaß macht? Naja, weil wir viel draußen anwenden. Ganz einfach anwenden. Beispiel, guck mal. Wenn man Dreiecke konstruieren kann, zum Beispiel mit dem Satz WSW, na, was passiert dann? Dann kann man sagen, na, dann können wir das doch auch mal ausprobieren. WSW, Winkel, eine Seite, die kann man abmessen. Aber die Höhe, die kann man nicht abmessen. Die kann man aber ermitteln. Und zwar mit ganz einfachen Dingen. Hier steht einer, peilt hier hoch. Peilt die Spitze an, statt hier hoch zu klettern, was wohl bei einer Tanne nicht möglich ist, oder bei einem Haus nicht möglich ist und so weiter. Und da gibt es noch so viele Dinge. Mit dem Kompass arbeiten und so weiter. Also wir machen da ganz viel und haben das auch mit dargestellt. Aber man sollte das Grundwissen haben. Man sollte also Dreiecke konstruieren können, Winkel teilen können, Strecken teilen können und so weiter und so fort. Ist aber alles nicht schlimm. Macht Spaß, man muss auch nicht rechnen. Also bis auf ein paar Kleinigkeiten. Deswegen sind da im Prinzip alle begeistert. So, ich rede ja die ganze Zeit. Warum? Weil hier oben schon Links erschienen sind. Wer es nämlich nicht aushalten kann, sollte auf diese Links gehen. Und zum Schluss, wahrscheinlich jetzt schon, sind diese Links hier im gesamten Video, veröffentlicht, die dazu führen zu den einzelnen wichtigen Themen. Da wird es dann ausführlich erklärt. Jetzt war das nur kurz. Wenn man es verstanden hat, macht es auch wirklich Spaß. Und diesen Spaß wünsche ich euch. Tschüss, tschüss.